Unternehmen bewegen sich in einer digitalen Welt und stehen im Wettbewerb mit Unternehmen auch weltweit. Und da ist es wirklich sehr wichtig, alle Rationalisierungspotenziale zu nutzen. Und es gibt eben viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen mit Kunden, aber auch mit Lieferanten oder auch im Unternehmen Vernetzung zu machen und Daten auszutauschen, Daten nicht neu einzugeben, sondern weiter zu nutzen, die andere erzeugt haben. Das schafft Potenziale, eben wirtschaftlicher zu arbeiten, und das ist heute ganz entscheidend. Beschäftigte müssen sich natürlich anpassen auch. Die müssen sich auskennen mit dem, was um sie herum passiert, wie ihr Arbeitsplatz funktioniert. Die müssen auch wissen, wie angrenzende Bereiche funktionieren. Erstmal sind die Leute natürlich, haben vielleicht vorher mit konventionellen Mitteln gearbeitet und kommen jetzt in Kontakt mit Digitalisierungslösungen, kennen sich vielleicht nicht so präzise aus mit digitalisierten Lösungen. Sie haben also Sorge erstmal häufig, was da passiert, was auch mit den Daten passiert, und werde ich vielleicht auch überwacht. Je mehr man weiß darüber, desto besser kann man damit umgehen. Und die Bedienung ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Bedienen, gegebenenfalls auch kleinere Unzulänglichkeiten der Systeme auch behandeln zu können, damit umgehen zu können. Das ist wichtig, und das geht umso besser, je besser man geschult ist tatsächlich. Ja, OpenDG Media ist eine schöne Sache, um vielleicht auch unabhängig von Präsenzkursen üben zu können oder Schulungen machen zu können. Und wir können also sozusagen diese Inhalte in die Betriebe bringen oder vielleicht sogar ins Heim, zu Hause, wo man sich die Dinge angucken kann. Das ist, glaube ich, ein ganz unschätzbarer Vorteil von den Systemen, dass man wirklich auch für sich studieren kann. Da sehe ich einen großen Vorteil. Und gerade in, das merken wir immer wieder, in KMUs sind die Leute häufig nicht unabkömmlich. Das heißt, die, seien es leitende Personen oder auch Mitarbeiter, die werden dringend gebraucht, auch vor Ort. Und hier zum Beispiel nach Hannover zu kommen, um in unserer Generalfabrik auch Kurse machen zu können, das ist schwierig. Das IEW setzt sich ja auseinander mit sparender Fertigungstechnologie und Werkzeugmaschinen. Und wenn ich gerade auf unsere Grundlagenforschung sehe, also Dinge, die vielleicht in 10 oder 15 Jahren in Unternehmen ankommen, dann arbeiten wir da an intelligenten Fertigungseinrichtungen, die selbst Fehler erkennen und ausgleichen können, um die Qualität der Bauteile, die gefertigt werden, zu verbessern. Also man kann das sehr schön vergleichen mit autonomen Autos, die irgendwo einen Weg, ein Ziel programmiert bekommen und sich an dieses Ziel selbstständig begeben. Und das kann man sehr gut übertragen auf unsere Werkzeugmaschinen. Wenn man also sagt, ich möchte ein bestimmtes Werkstück haben, und dann die Maschine startet und sie sich selbst dann in den Zustand versetzt, das zu fertigen auch. Das ist unser Ziel in der Grundlagenforschung.